Jo, bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, laufe ich runter und beschränke ein paar Kisten. Da sind ein, zwei Kommentatoren jedoch schon ein wenig ungeduldig geworden, weil sie sich Sorgen gemacht haben, dass wir bald keine Ressourcen mehr haben. Was allerdings nicht passieren sollte, dank der ganzen Replikatoren und Super-Mini-Beacons und was weiß ich. Aber dennoch eine gute Idee, das mal zu beschränken. Das heißt, wir nehmen Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Und beschränken jetzt einfach alle roten Kisten bei den Modulen hier auf 1. So ein Stack. Wobei, bei manchen von den Zweierkisten wäre es vielleicht sogar sinnvoller, das höher zu beschränken. Denn wir brauchen die Zweiermodule für die ganze Power-Rüstung-Geschichte zum Beispiel. Also, hierfür brauchen wir Produktivitätsmodule 2. Für die verschiedenen Fusionsreaktoren bräuchten wir auch jeweils die Produktivitätsmodule 2. Und das ist eine Sache, die ich in dieser und nächster Folge machen wollte. Also auf meiner Liste stehen die Reaktoren hier, die wir gebaut hatten, Ende letzter Folge die beiden, auf MK4 bringen, damit wir genug Strom für unsere Rüstung haben. Dann auch die Schilde bauen für unsere Rüstung. Mit den Beacons gucken, was jetzt besser wäre, Speed oder Produktivität, also hier oben, und allgemein sehr viele von den Beacons setzen. Also zum einen bei allen Replikatoren hier oben, die für uns Ressourcen herstellen, immer mindestens einen dazwischen. Dann genauso auch bei den Forschungsanlagen jeweils einen dazwischen, weil das sollte die ja genauso positiv beeinflussen. Auch wenn ich gerade sehe, dass hier lila Tränke fehlen. Ja. Das heißt, das mit den kleinen Beacons auch noch machen. Und hier bei den Schmelzanlagen. Aber da müssen wir gucken, wie es mit den Ressourcen hinhaut. Das heißt, diese und nächste Folge geht primär um die aufgelisteten Sachen. Also Ressourcenbalancing, Rüstung aufmotzen und dergleichen. Was mache ich hier unten? Ich wollte Lila-Tränke herstellen, genau. Du bekommst mal nicht alle davon. Weil ich brauche 20 oder so für die Schilde. Mindestens. Du kannst auch mal wieder angeschlossen werden. Produktivitätsmodule hast du am besten drin, das ist okay. Ja, ich klaue mal ganz kurz alle eure Module. Weil ich hätte ganz gerne überall die da drin. Mache ich jetzt aber nur bei den ersten beiden Stufen erstmal. Damit wir genau Zweiermodule haben. Für die ganzen anderen Sachen, die ich gerne bauen würde. So, das können wir jetzt so machen. Zip. Langfristig allerdings werde ich auch die hier alle auf gar 2 stufen müssen. Aber ich glaube, da haben wir momentan gar nicht genug. Woran hapert es diesmal? An Produktivitäts-Logic-Boards. Okay, dann die halt auch nochmal schnell. So. Die Vorstufen haben wir aber genug, oder? Naja, auch nicht. Ich denke, da habe ich jetzt aber nicht genug Kopfmodule für. Dann fehlt wieder Solder. Ach Gott. Ah ne, die sind voll. Okay, beschränkt die hier unten mal auf 3 Stacks, damit davon mehr vorrätig ist. Und dann sollte es jetzt einigermaßen flüssig ablaufen. Oder flüssiger ablaufen. Gut. Die Fusionsreaktoren sind noch am werkeln. Das ist aber jetzt erst einer, richtig? Den zweiten können wir nicht bauen, weil was fehlt? 2er-Module. Okay, damit. Zack. So. Also die Rüstung ist schon mal in Arbeit, ist nur eine Frage der Zeit. Dann Mini-Beacons. Die ziemlich abgefahren sind. Die hätten wir schon wesentlich früher nutzen können. Wurde auch damals vorgeschlagen. Hatte ich aber aus den Augen verloren. Die machen das Ganze schon fast viel zu einfach. Also ich könnte das ja dann alles mit 1, 2 Fabriken betreiben. Wenn ich jetzt einfach einen davon nehme und drumherum überall Mini-Beacons baue. Ich teste das mal. Gib mir mal einen. Immer den hier, der hängt eh aus der Reihe. Oh. So. Ich nehme jetzt einen davon. Irgendwo ganz abseits. Und warte, die haben eine größere Reichweite, ne? So. Stell die mal dahin.
Und jetzt bauen wir nur eine Kiste hin. Also wir werden sehr, sehr schnelles Ärmchen brauchen. Bau davon. Oh. Kann man die hier irgendwie verschieben? Nein, kann man nicht. Bau davon welche und bau danach denn nochmal die. Und sammeln den ganzen Rammstein. So, und dann eine Kiste. Und jetzt nur Beacons drumrum. Ja, okay, es geht nur unmittelbar direkt dran. Das beschränkt das Ganze schon mal ein wenig. Und jetzt stellst du... Was brauchen wir am ehesten? Stell bitte Kupfer her. So, dann kriegst du ein Gottmodul. Und ihr kriegt jetzt alle... Es sind nur 3er-Speed-Module. Naja, komm. Wenn schon rumalbern, dann richtig. Das heißt, die sortieren wir jetzt gleich mal alle weg und schnappen uns stattdessen die besten Speed-Module. Sind leider immer noch erst die 4er. 5er sind noch nicht erforscht, das sollte ich gleich machen. Hier. Ah, da haben wir ein paar von. So, die kommen bitte ab sofort da unten hin und werden festgetackert. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg. Okay. Und die hauen wir jetzt in die Beacons rein. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie schnell das denn damit gehen würde. Und wie viel Strom es verbraucht. Produktivmodule hatten wir schon getestet, ob die reinpassen, oder? Ja, Produktivität geht nicht. Gott geht nicht. Effektivität würde gehen. Aber nö, wir wollen jetzt richtig hier rumpumpen. So, du bist bei Crafting Speed 96. Es geht. Hätte ich mir ehrlich gesagt sogar noch schneller vorgestellt. Ah, ist auch nur ein Quantum-Replikator MK2. Wie... Achso, das ist schon das Beste, was wir können, ne? Ja, das mit dem MK war ein bisschen verwirrend. Aber das ist ja eigentlich schon der Replikator MK4 insgesamt, aber die Betitelung war komisch. Dennoch gibt es noch einen höher. Und wenn wir den da hinsetzen würden, dann wäre ja die Grundgeschwindigkeit höher. Und dementsprechend durch die prozentuale Erhöhung von den Speedmodulen müsste das Ganze dann nochmal richtig einen Schub geben. Und das könnten wir hier überall zwischenklatschen. Achso, ich wollte noch gucken. Wie viel Strom verbrauchst du jetzt so? 24,6. Ja, ist ein bisschen nach oben gegangen, ne? Das heißt, theoretisch müssten wir 21, also ein paar davon grün machen. So. Und dann natürlich die höchsten grünen nehmen und nicht so die Zwischenstufe. Dann geht das auf 10 runter. Ja, also man könnte es dann recht gut balancieren. Das heißt, eigentlich müssten wir hier überall alles... Alles voll. Zwischen jeder Kiste, zwischen jedem Ärmchen. Überall Mini-Beacons mit entweder Speed- oder Effektivitätsmodulen machen. Wird dann allerdings ziemlich, ziemlich krank. Also das... Das ist Exploiten, oder? Ich weiß es nicht. Ich tue mich bei solchen Sachen immer ziemlich schwer. Aber es kommt mir irgendwie falsch vor. Und unrealistisch. Weil wir können ja so viele grüne Module reinmachen, dass wir fast keinen Strom mehr verbrauchen. Oder so viele rein, Speedmodule rein tun, dass es ganz schnell wird und mehr Strom. Also wir können quasi aussuchen, was wir gerne hätten. Hätten sie gerne wenig Strom, hätten sie gerne viele Produkte, hätten sie es gerne in grün oder blau, ne? Freie Auswahl. Das Einzige, was halt nicht geht, ist Produktivität. Weil Produktivität war richtig krank. Wenn wir mit den Mini-Beacons einmal drumherum um die Alien-Artefakt-Generation Produktivitätsmodule MK schieß mich tot reinballern würden, dann hätten wir eine Verhundertfachung von den Teilen. Das wäre... Nicht so schön. Und es fehlt jetzt nur ein kleines Fitzelchen, oder wie? Da sind doch genug Liedertränke. Achso, ist noch am Ticken, ne? Gucken wir mal kurz hoch. Oh ne, und du musst die Batterie nicht selber herstellen. Die haben wir extra automatisiert. Da, nimm den Stack. Da. Und dann da. Gut, 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 gut. Also die eine Sache von meiner To-Do-Liste für diese und nächste Folge hätten wir schon mal abgehakt. Das sind die Fusionsreaktoren.
Dann die Frage, was besser wäre, Speed oder Produktivität, hat sich erledigt, weil Produktivität gar nicht reinpasst. Das heißt, wir setzen die Mini-Beacons jetzt einfach überall einmal dazwischen, hauen Speed rein. So. Und bauen dementsprechend auch noch mehr Mini-Beacons. Ich tue sie jetzt erstmal nur dahin, wo ich denke, dass es am sinnvollsten ist. Und hier hätten wir gerne den besseren Replikator. Ja. So. Module. Ja, warum nicht? So. Dann hätten wir gerne die besten Speed-Module. Die kommen da rein. Dann war auch noch eine Sache, dass in allen Forschungslaboren Gott-Module mehr Sinn machen würden. Theoretisch, wenn wir die besseren Speed-Module hätten, wäre Speed ja schneller. Also ein Speed-Modul hätte mehr Speed-Bonus als die momentanen Gott-Module. Wobei wir da auch mal langsam höher gehen könnten. Allerdings habe ich vergessen, dass die Produktivität ja auch bei Laboren zählt. Das ist ein bisschen counterintuitiv, weil es wird ja nicht irgendwas hergestellt. Nicht wirklich, es wird kein Produkt hergestellt. Aber die Forschung zählt als Produkt. Das heißt, die rosa Anzeige würde auch weiterlaufen. Das heißt, ich reiße jetzt alle Labore ab. Ja, die werden gerade nicht benutzt. Reiß die alle ab, fordere sie neu an. Gib mir mal... Mal keine Photonenreplikatoren, stinknormale Labore. Da. Und mehr als 10. Alle. So. Setz sie dann neu hin und baller jeweils mit Steuerung Gottmodule rein. Geht ein bisschen schneller, als von Hand alle Module rauszurupfen und dann die Gottmodule reinzusetzen. Ginge noch schneller, hätte ich mir vorher einen Blueprint davon gemacht, aber war. Also schon okay. In der ganzen Zwischenzeit werden ja die Güter hergestellt. Ich könnte weiter da in meinem Inventar auch rumcraften. So. Alles gut. So. Oh, falsch. So. Gott. So. Die hätten wir schon mal. Das Ganze müssten wir auch noch machen für... Nicht für die Replikatoren, sondern für die hier. Und für die Modulforschungslabore. Die Modulforschung muss ich auch demnächst wieder machen. Für die Speed-Module. Und dann auch in Richtung God 3 gehen. Wobei das, ne? Es wird immer abgefahrener. So, die bitte einmal weg. Und anfordern. Module Lab da. Viele. Was machen die Roboter? 80 Stück, die nichts zu tun haben. Ja, das ist okay. Trotzdem sollten wir weiter schön in die Richtung forschen, damit es da nicht wieder zu Engpässen kommt. Apropos Engpässe, Kupfer und Eisen sieht okay aus. Tinplates sind okay, Stahl ist okay. Die Chips sind okay. Ja, schaut soweit gut aus. Da, Modules Lab. Gab es irgendetwas, was dafür sorgt, dass man weiter weg Sachen platzieren konnte? Also ich weiß, ich könnte mit Shift das platzieren, dann würden die Roboter das setzen. Wahrscheinlich soll ich damit mehr arbeiten. Aber ich glaube, es gab auch irgendetwas, was die Platzierungsreichweite von dem Char selber erhöht. In so einer Art Werkzeuggürtel oder so. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Und das hier ist übrigens ein Fehler, richtig? Die müssten alle einen nach unten. Mach mal das hier weg. Die müssten eigentlich dahin. Ja, müssten sie. Ja, okay, alle wieder weg. So haben die Roboter auch was zu tun. Und da hinsetzen. So, und dann wieder Modulen versehen. Achso, ich sollte jetzt keine mehr davon anfordern und ich sollte meine Fabriken wieder reinschmeißen. Und das hier alles auch. Und das auch. Und überhaupt. Gut.
Oh, die können wir schon mal reintun. Leider keine Verdopplung. Das wäre sehr sneaky gewesen. Aber so ist es auch schon okay. Das heißt, um Strom müssen wir uns erstmal nicht ganz so viele Gedanken machen. Wobei die Schilde ja 480 verbrauchen. Einer davon macht nur 2,1. Also so super toll ist es immer noch nicht. Aber wenigstens sollte es jetzt durchgehend immer Strom da haben, dass die Schilde durchgehend regenerieren können und dass wir gleichzeitig laufen können. Und das ist echt doof, wenn die Schilde irgendwann Energie auffressen und man wird langsamer und kriegt dadurch wieder mehr Schaden. Und dadurch wird man wieder langsamer und tot. Warum setzt keiner von euch die Modullabore? Habe ich die noch irgendwie in Beschlag oder so? Kannst den Rammschimmer rausschmeißen. Dich können wir mal festtackern. Dich können wir rausschmeißen. Was? Ja, aktuell Provider Chest ist okay. Wobei, mach dich mal da oben hin. So. Nö. Die Module Labs habe ich freigegeben. Oh, sind meine Roboter alle kaputt? Also die Construction Bots? Nee, ne? Reiß mal einfach irgendwas ab und guck mal, ob ein Roboter kommt oder nicht. Reiß mal das da ab. Wisch. Doch, kommt einer. Hä? Modules Lab Banana Bear Junior. RTFM. Achso, da sind die. Ja, doch mein Fehler.